Ja, hallo Leute. Ich mache dieses Video nur mal so zwischendurch, weil es soll hier heute auch nicht primär ums eigentliche Rauchen gehen, sondern einfach nur mal so, um euch mal mein Leid zu klagen. Es ist jetzt zwar hier mal auf höchstem Niveau, aber vielleicht kennt es der ein oder andere, oder ich bin mir sogar sicher, dass ihr der ein oder andere kennt. Man bestellt sich Pfeifen, ob man jetzt neuwertige sich holt aus einem Online-Shop oder Estates von einem, der sie aufarbeitet, oder bei eBay sich ja, Pfeifen oder eine Pfeife ersteigert. Ich glaube, das Leid ist immer das gleiche. Man bezahlt und dann wartet man und wartet und wartet und wartet. Und der Postbote, respektive die Hermesboten oder mit welchem Versand oder welcher Dienst das auch immer ist, der die Stücke dann nach Hause bringt, die werden sehnsüchtig erwartet. Bei jedem Auto, was vor der Tür hält, wird zum Fenster gerannt und geguckt. Der Postbote wird schon fast mit einem Blumenstrauß begrüßt. Und man ist dann immer jedes Mal enttäuscht, wenn die Leute dann wieder abdackeln, ohne dass sie irgendetwas hinterlassen haben, außer vielleicht irgendeinen Brief oder irgendwas Unwichtiges, irgendwie Amtsschreiben oder ja, weiß der Geier was, keine Ahnung, vom Finanzamt vielleicht noch, was man sowieso dann gar nicht haben möchte, weil stört nur irgendwie solche Geschichten. Und ich finde es immer recht witzig, mich dann auch selber teilweise zu beobachten. Man ist ja echt wie so ein kleines Kind, was kurz vor Weihnachten da völlig aufgeregt abends ins Bett geht, morgens wieder wach wird und die ersten Gedanken oder alle Gedanken kreisen nur um die bestellten Stücke, die da kommen mögen. Bei Tabak ist es kurioserweise nicht so extrem, weil entweder man kennt sich schon oder naja, man wartet halt. Okay, gut. Wenn man sie schon kennt, dann ist es ja eh nur ein Auffüllen, das der Tabakbar. Wenn man sie noch nicht kennt, okay, aber ob man nur den Tag früher oder Tag später hat, das ist eigentlich auch nicht so schlimm. Aber komischerweise bei Pfeifen oder auch bei teilweise Pfeifenzubehör, Feuerzeugen oder ähnlichen Sachen, da ist es ein völlig anderes Spiel. Also irgendwie ist die Psychologie eines Mannes oder eines schon fast obsessiven Pfeifenrauchers da irgendwie genauso gepolt wie bei irgendwie kleinen Kindern. Ich finde es einfach so lustig. Meine Frau schüttelt nur den Kopf, findet es aber im Grunde genommen auch lustig. Und ja. Und das ist dann halt wirklich Leiden auf allerhöchstem Niveau. Und wenn dann der Bote dort ist, also das Paket wird quasi förmlich aus den Händen gerissen. Man rennt zum Tisch oder wo auch hin auch immer, um einen scharfen Gegenstand aufreißen und freuen. Einfach nur freuen. Hüpft dann wie ein kleiner Junge rum und man hat ein neues Spielzeug. Eigentlich ist es schon. Ja, wie sagt man dazu, schon recht eigenartig, weil die Ratio eines erwachsenen Menschen sollte einem doch sagen, okay, man hat es bezahlt, man hat es bestellt, es kommt auf jeden Fall. Aber nein, das Über-Ich oder was weiß ich, was dann in der Psychologie eine Rolle spielt, macht sein eigenes Ding. Ja, es sorgt dafür, dass man unendlich Hormone ausschüttet, dass man das schon als Stress empfindet teilweise. Ja, ist irgendwie komisch. Ich weiß nicht. Wie geht's euch so? Keine Ahnung. Schreibt es in den Kommentaren und ja, vielleicht macht auch der ein oder andere mal ein Video dazu und wir sehen uns. Alles klar. Ciao.